Hey Leute, da sind wir wieder. Und naja, nach unserem Date mit Cass, das etwas überraschend geendet hat, naja, wachen wir jetzt am nächsten Morgen auf und hiermit geht's weiter. Am nächsten Morgen wachte ich mit schlimmen Kopfschmerzen auf. Wow, es kam mir vor, als hätte ich einen Kater, obwohl ich am Abend zuvor keinen Tropfen getrunken hatte. Hektisch suchte ich unter der Bettdecke nach meinem Handy. Oh, wo ist es bloß? Ah, ich hab's. Als ich das Handy einschaltete, wurden mir 3 neue Nachrichten angezeigt. Naja, wir hatten ja quasi gestern, in Anführungsstrichen, gehofft, dass Cass uns noch schreiben würde, weil wir ja irgendwie, ja, ziemlich verdutzt nachher dastanden. Und naja, deswegen, ich sagte mir, dass sie von Castiel sein müssten und meine Hände begannen zu zittern. Tolle Neuigkeiten, Papa und ich haben es endlich geschafft, deinen alten Babysachen zu verkaufen. Ich hatte sie über all die Jahre aufgehoben. Es ist mir wirklich schwer gefallen, mich davon zu trennen. Guck mal, wie winzig du warst. Sie hatte ein Foto mitgeschickt, das sie und meinen Vater auf einem Trödelmarkt zeigte. Meine Mutter hielt einen winzigen grünen Schlafanzug in der Hand. Ich öffnete die zweite Nachricht. Es fiel uns schwer, das alles zu verkaufen, aber immerhin hat uns noch ein bisschen Geld eingebracht. Davon kaufen wir dir dein nächstes Weihnachtsgeschenk. Meld dich mal. Küsschen von uns beiden. Ich öffnete die nächste Nachricht und war ein bisschen enttäuscht, dass sie von Alexi war. Castiel hatte mir nicht geschrieben. Aber ich ihm ja auch nicht. Aber schließlich war es er gewesen, der mich vor einer Gruppe von Groupies geküsst hatte und dann davongelaufen war. Wütend öffnete ich Alexis Nachricht. Du musst sofort kommen. Ich kann dich nicht anrufen, aber bitte komm sofort. Was? Er hatte die Nachricht um 6 Uhr morgens geschrieben, als ich noch schlief. Ich rief Alexi an und er ging sofort dran. Hallo Alexi, tut mir leid, ich habe deine Nachricht gerade erst gesehen. Du hast mir um 6 Uhr morgens geschrieben? Ich habe bis eben geschlafen. Warum? Komm sofort ins Krankenhaus, Wuli. Was? Was ist denn passiert? Ich... Komm bitte schnell. Er legte auf. Mein Gott, was mag wohl passiert sein? Schnell zog ich mich an. Ich griff einfach nach den Sachen, die ich am Vorabend getragen hatte. Ich ging sicher, dass ich mein Handy und Geld für ein Ticket dabei hatte und lief dann eilig zur Bushaltestelle. Oh mein Gott, was ist denn da los? Wenn er ans Telefon gehen konnte, hoffentlich ist nichts mit Rosa. Atemlos rannte ich über den leeren Hof. In weniger als einer Minute hatte ich das Tor der Uni erreicht. Verdammt, der Bus kommt erst in 10 Minuten. Ich sah auf mein Handy und las nochmal Alexis Nachricht auf der Suche nach weiteren Informationen, aber da war nichts. Ich schrieb ihm, dass ich auf den Bus wartete und bat ihm um genauere Informationen. Keine Antwort. Schließlich kam der Bus. Das Ticket kostet $5. 5 Gold, Entschuldigung. 5 Gold bezahlen. Nach 20 Minuten Fahrt erreichte ich endlich das Krankenhaus. Ich hatte... War das Krankenhaus schon immer lila? Ich hatte immer noch nichts von Alexi gehört. Ich holte mein Handy raus, um ihn zu fragen, wohin ich kommen sollte. Da sah ich ihn. Als ich sein Gesicht sah, wusste ich sofort Bescheid. Was ist mit Rosa? Alexi nahm mich fest in den Arm. Nein. Das Baby. Nein. Nein, nein, nicht das... Wir warteten über eine Stunde in der Eingangshalle, bevor schließlich Leia auftauchte. Ihr könnt jetzt zu ihr. Sie liegt im Zimmer 380 auf der 3. Etage. Leia. Sie wollte erst nicht, aber ich habe mit ihr geredet. Ich denke, es ist wichtig, dass sie euch sieht. Ich hätte ihn gerne in den Arm genommen, aber da wir beide uns nicht so nah standen, hielt ich mich zurück. Nein, das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, es tut mir so unendlich leid für die beiden. Boah, ich bin gerade echt kurz vorm Heulen, Leute. Wenn ich mir vorstelle, wie sehr sie sich darauf gefreut haben. Das
kann doch nicht sein. Lay. Oh Gott, hat er Tränen in den Augen? Ich kann es nicht erkennen. Lay, bist du in Ordnung? Wir wussten, dass das passieren kann. In den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft kommt es oft zu Komplikationen. Oh nein. Deshalb geben die meisten Frauen auch nicht vorher ihre Schwangerschaft bekannt. Das ist schrecklich. Ich bin froh, dass sie euch vorher davon erzählt hat. Sie ist nicht allein. Wir sind nicht allein. Ich sah Alexi an. Er war ganz blass. Ich hole ihm mal einen Kaffee und einen Saft für Rosa. Ihr könnt jetzt zu ihr. Er ging in Richtung Cafeteria davon, während Alexi und ich den Aufzug nahmen. Während wir mit dem Aufzug nach oben fuhren, wurde mir bewusst, dass Lane nicht auf meine Frage geantwortet hatte. Oh mein Gott. Obwohl die Vorhänge zugezogen waren, starrte Rosa in Richtung Fenster. Sie wandte den Kopf nicht zu uns um, als wir das Zimmer betraten. Alexi und ich näherten uns ihrem Bett. Ich nahm Rosas Hand. Sie war eiskalt. Alexi umfasste unsere Hände mit der seinen. Eine Weile blieben wir so stehen, bevor Rosa uns wortlos ansah. Ich hatte das Gefühl, dass es in diesem Moment keine passenden Worte gab. Rosa, es tut uns leid. Ich hatte schon das Kinderzimmer eingerichtet. Ich drückte ihre Hand noch fester. Ich hatte das Zimmer schon dekoriert. Ich beugte mich über das Bett und nahm Rosa in den Arm. Sie weinte eine Weile lang in meinen Armen. Manchmal setzte dabei ihr Atem aus, als würde sie von plötzlicher Panik erfasst. Irgendwann spürte ich, wie sich ihr Körper entspannte. Er wurde nun nicht mehr von den Schluchzern zum Beben gebracht. Soll ich die Vorhänge öffnen? Alexi hatte geflüstert. Nein, bitte nicht. Sie setzte sich im Bett auf und wir setzten uns beide neben sie. Mit kaum hörbarer Stimme erzählte sie uns, was passiert war. Sie war mit Lay zur normalen Ultraschalluntersuchung gegangen und der Arzt hatte ihnen gesagt, dass das Herz des Babys nicht mehr schlug. Das ist meine Schuld, ich weiß es. Nein, Rosa. Ich bin spät schlafen gegangen, ich habe aufgeräumt, habe schwere Kartons getragen und dann... Du kannst nichts dafür. Das kommt leider in diesem Stadium der Schwangerschaft häufiger vor. Ich wiederholte etwas ungeschickter das, was Lay uns gesagt hatte. Ich wollte sie unbedingt trösten. Wir können uns sicher nicht vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Du hast dir sicher schon ausgemalt, wie es wäre, wenn es erstmal da wäre. Bestimmt hattest du in Gedanken schon alles geplant. Och, jetzt sag das doch nicht. Das macht's nicht besser, oder? Ich weiß, es ist schwer für dich, aber du hast nichts falsch gemacht, Rosa. Ich weiß, es ist sicher schwer, dir das jetzt vorzustellen. Aber eines Tages werden Lay und du es nochmal versuchen und dann wird's klappen. Rosalia reagierte nicht, sie starrte nur weiter auf ihre Hände. Vielleicht auch nicht. Alexi sah mich verzweifelt an. Vielleicht liegt's an mir, vielleicht kann ich einfach keine Kinder bekommen. Er streichelte zärtlich über Rosas Wange. Nein, es liegt nicht an dir. Ich bin sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist. Und Rosa, falls du wirklich ein Problem haben solltest, was ich nicht glaube, dann gibt's auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt immer noch die Adoption. Rosalia schüttelte den Kopf. Das ist was ganz anderes. Ja, irgendwo hat sie ja auch recht, aber... Oh Mann. Es dauert lange, die Verfahren sind ziemlich kompliziert, aber es ist möglich, Rosa. Rosalia ließ unsere Hände los und schlug mit den Fäusten aufs Bett. Nein!
Es war da. Es war in meinem Bauch. Wie kannst du sowas sagen? Ich werde nicht das Baby von irgendjemand anderem großziehen, obwohl ich mein eigenes in meinem Bauch getragen habe. Das ist etwas völlig anderes. Wie könnte ich es jemals so lieben, wie ich mein eigenes geliebt habe? Das ist unmöglich. Ihre Stimme hallte in dem kleinen Zimmer wieder und Alexia und ich wichen überrascht einen Schritt zurück. Aber ich... Das kannst du nicht verstehen. Ihr könnt das nicht verstehen. Ach, verdammt. Lay kam eilig ins Zimmer gelaufen und sah uns fragend an. Ich stand dort wie versteinert. Willst du mir damit sagen, dass ein Adoptivkind in jedem Fall weniger geliebt wird als ein Kind, das von seinen leiblichen Eltern großgezogen wird? Ach ja, Alexi und Armin waren ja adoptiert. Natürlich! Es war in meinem Bauch! Ich will kein anderes! Als ob irgendein beliebiges Baby aus dem Kinderheim es einfach so ersetzen könnte. Geht jetzt! Lay nickte uns zu, als wollte er uns damit zu verstehen geben, dass wir tun sollten, was sie sagte. Ich griff nach Alexis Arm und zog ihn, ohne weiter nachzudenken, aus dem Zimmer. Ach du liebes bisschen. Scheiße. Alexi, das war nicht... Lass mich, ich gehe zu Fuß nach Hause. Er schüttelte meinen Arm ab und verließ eilig das Krankenhaus. Ich lief ihm hinterher, aber er schrie mich an, ich soll ihn in Ruhe lassen. Noch immer unter Schock ging ich zur Bushaltestelle. Der nächste Bus kam erst in einer Stunde. Es war Sonntag. Ich setzte mich auf die Bank und wartete. Ich wartete länger als gewöhnlich. Der Bus kam einfach gar nicht und der vorige hatte eine Verspätung von mehreren Stunden. Als ich schließlich in den Bus stieg, erklärte mir der Fahrer, dass es ein Problem auf der Strecke gegeben hatte. Ich hörte nicht wirklich hin und setzte mich einfach. Ich zahlte kein Ticket und er fragte nicht danach. Als ich den Campus erreichte, war es bereits dunkel. Langsam ging ich durch die Eingangshalle des Wohnheims zu meinem Zimmer. Oh nein, nicht Jelin. Unter meiner Zimmertür sah ich einen Lichtschein. Jelin musste da sein. Ich habe jetzt keine Kraft. Fui? Warum schleichst du denn hier auf dem Flur rum? Ich dachte schon, du wärst ein Gespenst. Alles in Ordnung? Ich spürte ein Kloß im Hals. Ich konnte nicht sprechen und schüttelte nur den Kopf. Sie schloss ihre Zimmertür auf und gab mir ein Zeichen, ihr zu folgen. Aus dem Aufzug, der gerade unsere Etage erreichte, waren Stimmen zu hören. Schnell folgte ich Chani in ihr Zimmer. Setz dich und trink das hier. Sie drückte mir ein Glas in die Hand und ich trank die grüne Flüssigkeit mit Pfefferminzgeschmack in einem Zug. Dann brach ich in Tränen aus. So ist gut. Lass einfach alles raus. Chani setzte sich neben mich und legte mir tröstend eine Hand auf die Schulter. Oh mein Gott, ich kann wirklich die ganze Episode hier, also das ganze Ende jetzt heulen hier. Oh, Chani ist so lieb zu uns. Sie ist echt eine mega Freundin. Ich spürte, dass mein Handy vibrierte. Alexi hat die Gruppe das teuflische Trio verlassen. Oh, scheiße. Ich schluchzte laut auf, dann vibrierte mein Handy nochmal. Das kann nicht deren Ernst sein, oder? Rosalia hat die Gruppe das teuflische Trio verlassen. Chani nahm mir das Handy aus der Hand und legte es auf ihren Schreibtisch. Dann nahm sie mich nochmal in den Arm. Das kann jetzt nicht deren Ernst sein, oder? Es hätte so schön aufhören können und jetzt so eine Scheiße? Ich meine, was soll das denn? Ja klar, Rosa ist mega verletzt und hat jetzt wahrscheinlich erstmal... Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich bin kein Psychologe. Psychischen Schock oder was auch immer. Oder einen posttraumatischen Schock. Ich weiß es nicht. Aber Alexi muss das doch verstehen, dass das nur alles davon kommt und dass sie das
nicht zu 100% ernst gemeint haben kann. Ich hoffe zumindest, dass sie das nicht hat, weil ansonsten... Ja, sie hat Unrecht. Natürlich ist es eine andere Verbindung, aber man kann adoptierte Kinder doch genauso lieben wie seine eigenen. Das tut doch nichts zur Sache. Okay. Ja, ich kann jetzt auch gar nicht großartig weiter was dazu sagen. Das Ende hatte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich schätze mit dem Lysander-Spin-Off. Allerdings auf meinem anderen Account. Jo, dann ciao, ciao, Leute.